Ich bin Alexander Hackstedt, wir sind hier beim Lohnbetrieb Hackstedt. Das führe ich mit meinem Vater zusammen. Wir haben noch Ackerbau und landwirtschaftlichen Betrieb, daraus sind wir damals mal entstanden. Wir agieren mittlerweile europaweit mit unseren LKWs. Ja, ich bin Michael Stein. Ja, wir sind hier heute am Skier, Samen dreschen. Wirklich hilfreich ist aber das zweistufige Anlaufgetriebe. Ist eine Art Lastschaltgetriebe mit zwei Gängen. Kommentar da lassen, Abo da lassen, dann nimmt ihr teil, könnt die Leinwand gewinnen. Moin Moin, einen wunderschönen Willkommen zu meinem heutigen Vlog. Es wird jetzt gerade hell, wir haben 7.30 Uhr und Sonnenaufgang. Ich bin in 7 Minuten gleich da bei meinem heutigen Dreh. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie, ihr seht es ja glaube ich schon so ein bisschen, wenn die Kamera nicht zu hoch regelt. Ich hoffe, ich kriege den feuerroten Himmel da noch mit drauf. Das ist das eben, Stau in Hamburg, Klassiker. Ich bin heute übrigens wieder in der Gegend Bremen unterwegs, wenn ihr das seht. Fragt ihr euch wahrscheinlich wieder, ihr werdet das wahrscheinlich im November sehen, ich weiß noch nicht ganz genau wann. Aber der Vlog von dem Tag heute aus, der jetzt am Sonntag kommt, der ist nämlich auch aus Bremen gewesen in der Maisernte. Und heute sind wir beim Maisdreschen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und genau, geht die Tour aber noch weiter. Ich werde euch heute auf jeden Fall mitnehmen, denke ich mal. Jetzt muss ich einmal kurz raufhalten, ich hoffe man sieht's. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich vor Ort. Und wir gehen direkt rein. Im Einsatz war nicht nur ein CR10.90 mit einem 8-reihigen Maisvorsatz von Geringhoff, sondern auch der 8R410 von John Deere, natürlich komplett schwarz, so wie es bei Hackstedt üblich ist. Dazu ein Harve-Überladewagen, auch komplett in schwarz. Und dann ging es weiter mit der Aussaat, die im direkten Arbeitsgang erfolgte mit einer Pöttinger Aerosem VT6000. Das ist eine gezogene pneumatische Seekombination von Pöttinger, jetzt auch in 6 Meter, und das ist die 6 Meter Variante. Die gibt es erst seit rund 10 Monaten, meine ich. Ich habe sie tatsächlich letztes Jahr für Pöttinger geshootet in Mecklenburg-Vorpommern und eben dort die Produktbilder und Aufnahmen gemacht. Die drei Gespanne in Zusammenarbeit geben auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Bild ab, würde ich sagen. Was natürlich direkt auffällt, der CR10.90 mit dem 8-reihigen Maisvorsatz ballert hier ganz schön durch, denn natürlich kann er auch mit deutlich mehr reinfahren. Allerdings macht das von den Flächenstrukturen in der Gegend einfach keinen Sinn und dazu hätte man einen Schneidwerkswagen benötigt. Diesen Vorsatz können sie einfach einklappen, zack, zur nächsten Fläche und weiter geht's. Und da sie hier wirklich teilweise 2-3 Hektar Flächen auch mal haben, ist das ganz praktisch. Dementsprechend fährt er aber auch seine 12-13 km/h und kann bis zu 15 km/h. Rein theoretisch, dann hat er seine 100% Motorauslastung irgendwann. Allerdings muss man sagen, dass erst der Geringhoff-Flücker nachgibt und sozusagen deswegen ein bisschen entspannter gefahren wird. Man will das Material natürlich auch schonen und muss es nicht völlig übertreiben. Dennoch sind sie hier ganz schön flicks unterwegs. Gerade der 8R hat dementsprechend bei der Masse, die da ankommt, ganz gut zu tun. Genug Abfahrer sind aber vor Ort. Es wird mit LKWs und mit den Traktorgespannen von Hackstedt abgefahren. So, alles abgeerntet. Konnte mich leider noch nicht früher melden. Hier haben wir noch den Axion 960. Also einmal der größte Axion, den es gibt. Auch in komplett schwarz. Habe ich tatsächlich für Pöttinger sogar geshootet, die Seemaschine. Also nicht die hier, die, sondern eine andere. Aber für die Produktaufnahmen und so weiter. In Mecklenburg-Vorpommern war das letztes Jahr. Ich habe leider eben noch nicht wirklich, fällt mir die Kamera noch runter, vloggen können, weil der Sonnenaufgang hat auf jeden Fall Vorrang. Das war ziemlich böse, da habe ich richtig geile Drohnenaufnahmen gemacht. Ist leider immer das Problem, Bodenaufnahmen, Drohnenaufnahmen, Hochformat, Video, Foto, man muss sich zwischen so vielen Sachen entscheiden. Ja, ich habe jetzt von allem ein bisschen was, aber vorrangig fürs Video muss ich zugeben. Weil ja, in letzter Zeit mache ich dann doch ziemlich viele Videos, wie ihr auch mitbekommen habt wahrscheinlich. Vorteil an dem Gerät ist natürlich, kann er einklappen, wie man eben auch schon gesehen hat. Und damit schön zum nächsten Feld fahren, ganz entspannt. Und generell hier sind ja auch, weiß ich nicht, 1 Hektar Flächen, 5 Hektar Flächen, 8 Hektar Flächen. Das ist die größte, meinten sie eben schon, die sie haben, die sie hier machen sollen.
Und klar, macht keinen Sinn, damit so einem 10 oder 12 Reihe oder so 16 Reihe durch die Gegend zu ballern. Vor allem dann noch mit Schnallwertswagen und so weiter. Ist schon ganz entspannt. Hier geht es auf jeden Fall jetzt direkt hinterher mit der Sämaschine. Kreis- und Ecke-Sämaschine, Vollgas und Roggen rein. Geht jetzt auch noch, hier ist auch nicht so nass. Generell haben sie schon erzählt, hier sind so ein bisschen lehmige, sandige Böden. Also ich bin gar nicht weit weg von Bremen wieder, war ich jetzt letzte Woche auch schon. Also hier ist es noch nicht ganz so schlimm dann mit nassen Flächen. Wobei sie meinten, sie haben auch schon eine nasse Fläche dabei. Ich sag mal so, der Vlog hat es ganz gut in sich. Ich werde noch ein, zwei Fotos von hingespannt machen hier. Und dann werde ich mich voll und ganz auf die Drescher einlassen. Aber ich habe hier alles in so schneller Zeit abgefrühstückt, dass ich in einem super Zeitplan bin, weil ich ja heute auch wieder weiterfahre. Das ist auf jeden Fall sehr geil. So, jetzt sieht hier die letzte Bahn. Kleiner, weiß ich nicht, ein Hektarschlag. Und ich bin nicht alleine. Kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Alexander Hackstedt. Wir sind hier beim Lohnbetrieb Hackstedt. Das führe ich mit meinem Vater zusammen. Wir haben noch Ackerbau und einen landwirtschaftlichen Betrieb. Daraus sind wir damals mal entstanden. Wir agieren mittlerweile europaweit mit unseren LKWs. Echt? Ja, wir fahren bis an die spanische Küste, Portugal, Gibraltar, Italien. Krass, okay. Uns gibt es seit 1936, damals relativ klein, noch einem Mannbetrieb. Mhm. Heute sind wir mit knapp 1000 Hektar unterwegs und haben jetzt mittlerweile 17 Festangestellte. Genau, und euer Markenzeichen so ein bisschen, man wird es schon gesehen haben, selbst die Pritsche. Hier ist alles schwarz, ne? Genau, wir haben alles schwarz. Wir arbeiten nicht schwarz, wir haben alles schwarz. Ja, besser ist das. So eine Pritsche, habt ihr das selbst gemacht? Die habe ich noch nie in schwarz gesehen. Ja, ist alles Prozessor-Gewehr. Ja, ist so wie alle anderen Maschinen auch. Du kriegst ja Maschinen stellenweise schwarz aus Abwerk geliefert, aber halt die Akzente meistens nicht. Dann sind es silberne Kühlergrills etc. oder Felgen dann in Silber. Das wird dann alles bei uns in hauseigener Lackiererei nachlackiert, umlackiert. Ich glaube aufwendig, ich sag mal, beim Klaas geht's noch. Die Rahmenfarbe ist ja dieses Grau, das passt ja noch. Genau. Aber der John Deere, das musstet ihr einmal komplett auseinandernehmen, oder? Der ist komplett oder? Auseinandergenommen worden. Der Motor war raus, die Kabine ist runter gewesen. Die sind komplett, jedes Teil ist schwarz. Das ist natürlich auch eine Ersatzteilbeschaffung, eine Riesenkatastrophe. Echt, ne? Aber deswegen sieht man John Deere seltener in schwarz, weil man die Rahmenfarbe halt einfach in grün hat. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Bei Fendt ist das schnell gemacht und auch vom Werk aus. Klaas, vom Werk aus macht auch schwarz auf Wunsch, oder? Ja, machen sie auch, aber John Deere macht es auch, weil wir haben zwei John Deere dabei, die sind schwarz weg gekommen. Problem bei John Deere ist, die haben die grüne Grundierung. Die wird dann einfach schwarz übergespritzt und dann hast du, wenn du Steinschläge etc. hast, hast du die ganzen grünen Flecken und deswegen haben wir uns auch... Habt ihr es selber gemacht? Machen wir es jetzt mittlerweile selber, ja. Ja, was sind so eure Hauptaufgaben so im Jahr, sag ich mal? Wir sind sehr, sehr viel im Sand unterwegs. Wir haben 8 Sandmulden unterwegs, die fast täglich laufen. Und sonst sind wir relativ viel in der Aussaat und im Pflanzenschutz unterwegs. Bodenbearbeitung ist etwas weniger bei uns, das ist fast nur bei uns auf den eigenen Flächen. Mhm. Okay. Und der Lohndrusch. Ne? Der Lohndrusch ist eigentlich fast unser Hauptsteckenpferd. Ja, und da habt ihr auch nicht nur den Drescher, sondern noch zwei weitere, ne? Genau, wir haben alles aus der CNH-Gruppe, alles New Hollands. Wir haben letztes Jahr den letzten John Deere weggegeben, sind über 50 Jahre John Deere gefahren. Die haben den Axial-Rotor eingestellt, die kleine Maschine, und dadurch sind wir dann einfach gewechselt. Ne? Ja, okay. Weil die Maschinen nicht mehr produzieren, die wir brauchten. Aber New Holland leistet da eigentlich auch, würde ich sagen, gute Arbeit, oder? Ja, 100%. Ich denke, New Holland führt nichts dran vorbei, wenn man ja auf Kosten-Nutzen geht. Ne? Das ist bei New Holland unschlagbar. Ja, habt ihr auch tatsächlich ganz schick gemacht, das Gerät. Es hat mich so ein bisschen an den neuen CR für 2025 erinnert mit der Kabine. Das habt ihr aber noch selber gemacht, ne? Ja, das haben wir alles selber gemacht. Unser erster CR ist ja auch schon 10 Jahre alt. Selbst der hat schon schwarzes Dach, schwarze Felgen. Guck mal, wir mussten uns irgendwo ein bisschen verewigen. Ja, vielleicht hat New Holland das auch bei euch gesehen, genau, und dachte, warte mal, machen wir auch so. Genau, ich frage mir mal nach. Genau, sehr cool. Die Erosem habt ihr, das ist vielleicht sogar die ich mal für Pöttinger geschultet habe, Produktaufnahmen gemacht habe, auf 6 Meter. Die gibt es ja erst seit letztem Jahr so. Damit seid ihr dann auch viel unterwegs. Genau, richtig. Sehr cool. Normalerweise säen wir da keine Zwischenfrüchte mit, aber jetzt gerade so wie hier passt es gut, weil hier sind 40 Hektar am Stück und in unserer Zwischenfruchtsämaschine kriege ich halt keine 4 Tonnen mit. Was für eine Zwischenfrucht habt ihr hier? Grünroggen säen wir hier ein. Genau, einmal direkt hintereinander reinballern. Genau. Geht aber auch gut so eigentlich, ne? So wie ja, 100%. Normalerweise machen wir das mit einem Terrier, 6 Meter, vierbalkig. Mhm. Aber da kriegen wir nur knapp eine Tonne mit und dann hier mit dem Tescuba da ganz herfahren mit Big Packs. Das ist mir logistisch dann... Ist auch ein bisschen weiter weg von euch hier genau, gerade. Genau, wir sind ja knapp 42 Kilometer weg vom Betrieb. Ja, okay. Wetter technisch schwierig hier mittlerweile, ne? Viel Regen, oder? Ja, viel Regen. Wir haben ja ab heute, ich glaube von heute bis Samstag, haben sie fast 50 Liter gemeldet. Von der Befahrbarkeit her wäre es eigentlich kein Problem, aber das schmiert nachher wie Sau, ne? Muss nicht sein, Es wird nicht besser und wir hatten jetzt Zeit.
Ja, guck mal, dann passt das ja auch perfekt, würde ich sagen. Also auf Rückweg können wir noch einen großen Kunden mitnehmen in Wildeshausen. Das bildet sich auch super an. Das sieht ja auf dem Rückweg, da haben wir noch knapp oder kleine 100 Hektar zu mähen. Ja, guck da mal. Da heute Abend hin und geht dann morgen weiter da. Sehr cool. Ja, was auffällt, finde ich, CR 10.90, achtreihiges Maisgebiss, Flächenstrukturen sieht man ja schon. Ein Hektar, viel mehr Hektar, was weiß ich was. Das Problem ist, wir haben, wenn du einen Zwölfreihe hast, nimmst du auf den Wagen mit. Ja. Und wenn du bei den Landwirten dann, wenn da mal Bäume umzu sind, mit dem Wagen in den Mais reinfährst und dann umbaust, ich glaube, dann fällt die Hälfte um und hat einen Herzinfarkt. Und, oder die erschlagen dich, eins von beiden. Ne? Das geht dann doch schon schneller. Ne? Das ist beim Getreide auch, wir haben unsere Kunden jahrelang erzogen dahin, dass wir Getreideschneidwänden ins Getreide reinfahren und nicht irgendwo auf die Straße umbauen. Was habt ihr da? Vor dem 10.90 ist ein 12,5 Meter. Ja, okay. Der braucht ja die Masse auch einfach. Ja, ne? Wir haben damals den 9.80 gekauft, haben uns da leider für 9 Meter entschieden, was viel zu klein ist. Man jagt auf dem Acker, man fährt stellenweise im Weizen 8, 9 km/h und das auf einer Radmaschine ist eine Katastrophe. Du hast keine ordentliche Höhenführung mehr und du überblickst auch nichts mehr. Ne? Ja. Und du bist den ganzen Tag nur gestresst, weil du schnell jagst. Mhm. Ja, und man sieht es, apropos schnell jagen, er kann natürlich jetzt hier Vollgas geben. Wie viel km/h fahrt ihr damit so? Also wir pflücken jetzt so zwischen 10 und 12 km/h. Geringhoff findet das leider nicht ganz so witzig. Die haben nichts gesehen, Geringhoff. Die geben eigentlich so 6 bis 8 km/h, aber ja. Wie gesagt, mit dem 12er geht's nicht und der 10.90 fährt super mit 12 km/h, geht das Pflücken super. Und irgendwo muss man dann auch doch ein bisschen was schaffen, ne? Genau. Wir pflücken hier auch relativ hoch, weil wir mit der Boma wieder hinterherfahren oder direkt mulchen. Bedeutet aber, ihr könntet rein theoretisch noch schneller, wenn ihr wolltet, ne? Wir könnten noch schneller, ja, der Pflücker gibt irgendwo, wir haben es mal ausprobiert, bis 13, 14 km/h und dann fängt er an, dass die Ketten langsamer werden wie die Vortriebsgeschwindigkeit. Ne? Okay. Es tut ihm aber schon weh, also es tut dem Pflücker weh, das sieht man, das merkt man ihm auch an. Okay. Ja, alles klar, sag ich vielen Dank. Weiß ich Bescheid, erstmal. Ja, super. So, weiter geht's für mich. Ich bin jetzt mittlerweile mitten in NRW hier angekommen. Oder was heißt mitten? Ich glaube nicht mitten, aber Münster die Ecke. Und ja, eigentlich wollte ich zu einem anderen Kunden Richtung Sachsen-Anhalt und so weiter, weil ich morgen noch Richtung Brandenburg soll. Und dann wäre ich Freitag wieder hier gewesen bei dem Shooting. Aber wegen Wetter Freitag ist das jetzt auch verschoben, so wie das bei Hackstedt auch schon. Hat auf jeden Fall sehr gut gepasst, dass jetzt beides gleichzeitig so ist, weil von Bremen waren es nochmal 2 Stunden. Kann man gut mitnehmen. Man muss direkt sagen, in Bremen war es arschkalt. Da hat also ordentlich Wind, ich glaube, weiß ich nicht, was das war da. Hier sind wir bei 14 Grad, ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter. Jetzt geht es nochmal für Agrartechnik Altenberger unterwegs. Nochmal ein paar Fotos und Videos aufnehmen von New Holland Maschinen. Passt ja ganz gut rein, auch wieder Drescher, also eigentlich perfekte Kombi. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir sehen uns vor Ort. So, angekommen und hier ist auf jeden Fall alles ein bisschen kleiner Struktur. Nee, stimmt gar nicht, ich komme ja gar nicht aus dem Osten. Das macht der Gewohnheit. Auf jeden Fall jetzt in NRW und hier ist viel besser, das Wetter ist viel angenehmer hier. Sieht auch echt schön aus, muss ich sagen. Also eine sehr schöne Landschaft hier in der Gegend. Und wir haben auch eine sehr coole Sonderkultur am Start, nämlich Chiasamen. Hier werden Chiasamen gedroschen. So, jetzt nochmal hier vom CR von oben. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ja, ich bin Michael Schall. Wir sind hier heute am Chia-Samen dreschen. Ja, ist ja was absolut Spezielles, muss man sagen. Was wird damit gemacht? Ja, die Chia-Samen werden nachher als Lebensmittel in Tüten verpackt und die sind ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gut für die Verdauung und für die Blutzuckerregulierung. Dafür soll es gut sein. Tatsächlich, meine Freundin kocht auch gerne mit Chia-Samen. Ich habe ihr das auch erstmal geschrieben. Was? Okay. Chia-Samen? Hat sie auf jeden Fall auch gefeiert. Ja. Ja, kennt man auf jeden Fall. Aber doch so, also Chia-Ernte kennt man tatsächlich nicht. Denke ich eher so an Mexiko oder irgendwas, weißt du? Ja, genau. Hätte ich hier jetzt gar nicht vermutet. Also machen wir jetzt im dritten Jahr. Dieses Jahr sind es 10 Hektar. Ertraglich sind wir irgendwo bei, ich sag jetzt mal, von einer Tonne bis ungefähr 1200 Kilo vom Hektar. Ist zwar anspruchsvoll, aber läuft ganz gut, muss ich sagen. Ja, also man sieht, es sieht zwar wild aus, kann man auf jeden Fall sagen. Aber irgendwie stehen bleiben oder so ist es hier gar nicht. Ne? Bei Lagergetreide hat man da teilweise mehr Probleme, würde ich sagen. Oder? Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja sogar gelagert hier teilweise, ne? Ja, auf jeden Fall. Also. Letztes Jahr hat es alles gestanden, dafür war es viel grüner und nässer. Mhm. Da war die Ernte dann, sag ich mal, schwieriger wie jetzt. Ja. Jetzt staubt es ja sogar ein bisschen.
Also eigentlich geht es ganz gut, muss ich sagen. Haben wir Glück gehabt. Ja, das ist so die Hauptsache. Auf was für einem Drescher sitzen wir hier? Ja, wir sitzen jetzt auf New Holland CR 7.90, Baujahr 2022. Also macht die zweite Ernte. Jawohl. Wir haben jetzt erst Kölner Mais gedroschen und jetzt haben wir dann nochmal zurückgebaut auf Getreide, um die Chiasamen zu dreschen, ne? Ja, immer so, obwohl Kölner Mais wahrscheinlich noch nicht durch ist, oder? Aber ihr habt ja noch wir haben drei mehrere Scheiben Mais und dieser ist dann jetzt schon quasi, die anderen beiden machen den Rest. Ja gut, an der Haspel sieht man natürlich. Ja, da wickelt er manchmal ein bisschen, ne? Gestern bei 7 Hektar Fläche bin ich einmal abgestiegen, also im Grunde geht's eigentlich. Ich habe gesehen, du bunkerst fast bei jedem Mal ab, obwohl da ja eigentlich viel runterkommt, aber das konnte. Ja, die Chiasamen, die rutschen schlecht, weil da jetzt viel Grünbesatz vom Lager drin ist. Mhm. Deswegen machen wir eigentlich fast jedes Mal leer, wenn wir einmal hoch und runter gefahren sind auf dem Stück. Dann brauchen wir nicht kratzen oder dann ist der Bunker immer restlos entleert, sagen wir mal so. Genau, ich bin ja jetzt für Altenberge, Agrartechnik Altenberge hier. Ja. Das ist dann euer Landtechnikhändler für Drescher, oder? Ja genau, für die Schlepper und Pressen und für die Mähdrescher. Wie Drescher habt ihr? Was bietet ihr generell an Dienstleistungen so an? Ja, also eigentlich alles außer Rüben und Kartoffeln. Kartoffeln glaube ich schon, oder? Ja, Kartoffeln und Rüben gibt es hier schon, aber da machen ganz wenige Unternehmer, die sich dann zusammengeschlossen haben, machen das dann überregional, sage ich mal. Ne? Ah, okay. Ja, wir fangen eigentlich an, klar, Gülle ausbringen, Gras wechseln, Gras pressen, Mähdrusch von sämtlichen Kulturen, Maisgeschäft, ziemlich viel, Mais häckseln, dreschen, also Kornkorbmixernte, Körnermais und im Winter sind wir im Bodentransport tätig. Okay, dann habt ihr ja doch ziemlich lange Liste. Ja, auf jeden Fall. Und die setzt hauptsächlich auf New Holland. Also wir haben alle Mähdrescher in New Holland, 8 Stück vom CR 9090, der größte von der letzten Serie, dann vom 7.90 über 5 CX Modelle und einen TX haben wir noch, der aus der ganz alten Generation. Jawohl. Und ja, so geht es dann halt im Getreide mit 8 Stück dann bei den Kunden zurecht. Dann arbeitet ihr auch langjährig mit Agrartechnik Altenberge wahrscheinlich zusammen? Ja, mit Agrartechnik Altenberge würde ich sagen, 30 Jahre bestimmt schon. Boah. Also quasi eigentlich können wir sagen, Trecker sind bei uns auch fast alle blau. Von 11 Schleppern sind 8 blau. Dann haben sich noch 2 weitere irgendwann mal eingefunden und ein Deutz. Ist aber auch sterbendes Modell, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, quasi Erntemaschinen ist immer hundertprozentig der Service, ne? Da können wir überhaupt nicht meckern. Ne? Also selbst in der Ernte, wenn wir größeren Schaden haben, mit einer Ersatzmaschine wird uns geholfen. Ja. Auch Ersatzteile sind immer schnell da, also da sind die Jungs echt fit. Muss man den echt lassen. Ich sag mal, gerade die ganz Großen, die hat man in den letzten Jahren weniger gesehen, weil die Honda noch lange nichts mehr gebracht hat, sag ich mal. Aber das wird ja dann bei der Agritechniker geändert, habe ich gehört. Bei dem, was man zum Beispiel schon gesehen hat. Ne? Also ja, da sind wir auch alle gespannt, quasi, was da jetzt Neues passiert. Ne? Genau, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, generell Agritechniker. Wird bestimmt auch ziemlich cool. Wie ist das hier mit Stand der Dinge vom Maishäckseln? Seid ihr hier alle durch? Oder? Also klar, ein paar Reste, die, wo Mais nach Gras ist, sage ich jetzt mal, die stehen noch, aber im Großen und Ganzen sind wir 99% fertig. Jetzt sind dann halt nur noch so ein paar Körnermaisflächen, die noch getrocknet werden müssen, wo die Trocknung jetzt nicht ganz so schnell sind und hinterherkommen. Mhm. Die stehen dann noch, aber halt wird uns noch einen Monat beschäftigen, immer mal wieder, sage ich jetzt mal, aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem Maisgeschäft ziemlich durch jetzt. Bei uns oben ist mittlerweile auch nicht mehr so viel, aber es wird tatsächlich sehr wild, muss man dazu sagen. Also das sind eigentlich nur noch die nassen Stücken und da sind sie wieder mit Überlade gespannt und sonst was. Ja, genau. Aber man muss dazu sagen, das Video seht ihr auch nicht direkt jetzt im Oktober. Weiß nicht, kann auch sein, dass es im November kommt oder Ende Oktober. Aber ja, wir sind ja jetzt hier so Mitte Oktober. Ist auch mal gut, um den Stand der Dinge zu kennen. Ist ja so Münster-Umgebung hier, ne? Ja, genau. Direkt bei Münster kann man quasi sagen. Kleiner Funfact, falls jemand vom Lohnen in dem Kopf zuguckt. Von euch kommt ja das Gestänge, was sie zur Verschlauchung nutzen. Ja, genau, das alte 18 Meter Gestänge haben die von uns erworben zum Verschlauchen, ja. Ja, cool. Also so finde ich mal cool, solche Zufälle so ein bisschen. Ja, die Welt ist klein, ne? Ist einfach so, hundertprozentig. Ja, vielen Dank. Kein Problem, gerne. Ist ganz geil. Übrigens, diese Zylinder, die an der Mulde mit dran sind, oder ich weiß gar nicht, ob das eine Mulde ist, glaube schon. Diese Zylinder sind, ja, sind im Prinzip zum Heizen. Da kommt heiße Luft rein. Der ganze Wagen wird später einfach nur in die Halle gestellt. Dann wird da heiße Luft reingesetzt und dann trocknet das so direkt. Und Abnehmer dafür ist tatsächlich Edeka. Ja, ziemlich spannendes Thema. Und mich geht es jetzt gleich dann zum nächsten. Gucken nochmal, wie er hier auflädt und dann geht's weiter. So, weiter geht's.
Und ich beim Lohnunternehmen Krampe auch noch für Abwasser und alte Berge hier. Und ihr seht schon, ein alter Ford bzw. New Holland 8870. Finde ich ja immer sehr cool, die Teile. Sieht man ja kaum. Die auf jeden Fall am Ballenwickeln, Siloballenwickeln. Mit einem Siloballenwickler von Deutz. So ziemlich, ja, im Prinzip auch ein Kuhn. Und da hinten haben wir einen schönen T7 mit der neuen Presse von New Holland. Können wir auch mal ganz kurz hingehen. Davon hat das Lohnunternehmen Krampe zwei Stück. Die erste sogar bekommen damals, also gekauft. Das ist aber eine neue, die sie, glaube ich, dieses oder letztes Jahr bekommen haben. Also 1290 HD, sehr schickes Gespann, T7 315 davor und er rollt auch wieder. Man sieht schon, es ist eigentlich viel, oder was heißt eigentlich viel zu, aber es ist schon ziemlich feucht. Ist dann natürlich auch irgendwie schwierig, ich kann ja mal an Ballen rangehen, für die Knoter Problemchen, aber ja. Da gehen wir mal eben ran. So, und es geht direkt in die Einsatzaufnahmen. Ich habe nicht mehr viel gevloggt, dennoch haben wir natürlich einige Aufnahmen aufnehmen können. Ihr seht schon, New Holland T7 315, ausgestattet mit einer Big Baller 1290 HD. HD steht hier für High Density und ist im Prinzip der große Bruder von der 1290 Plus. Kam vor 2 Jahren ungefähr auf den Markt mit einigen, ja, sehr wichtigen Neuheiten. Einmal hat sie natürlich einen verlängerten Presskanal, hydraulisches Fahrwerk und Doppelknoter ohne Garnschnipsel. Wirklich hilfreich ist aber das zweistufige Anlaufgetriebe. Ist eine Art Lastschaltgetriebe mit 2 Gängen, was eben einfach beim Anlaufen der Presse helfen soll und so den Schlepper auf gut Deutsch gesagt nicht komplett auf die Fresse gibt. Der 8870 hat hier dann das Wickeln übernommen. Man muss dazu sagen, das Gras war sehr, sehr feucht und die Ballen waren dementsprechend sehr, sehr schwer und das hat man auch gemerkt. Ganz passend für die Presse war das nicht und auch beim Ballenwickeln hat man es einfach gemerkt. Und weiter geht's direkt beim Maisdreschen und ihr seht schon, der nächste New Holland Drescher. Wir sind noch beim Lohnunternehmen Krampe und hier fahren natürlich auch Krampe Mulden ab. Ein New Holland CR880 frisst sich hier durch den Mais. New Holland 8770 vorm Überladewagen, HW-Überladewagen. Und auf 900er Rädern fällt ein bisschen auf durch die roten Felgen, aber geht natürlich um die Bodenschonung.
Sieht natürlich auch ziemlich brachial aus. Hier wird CCM-Mais produziert, geht natürlich direkt durch eine Mahlanlage, in dem Fall von der Firma Stade. Und diese Geräte haben mächtig Leistung, hat man auch gehört. Soweit ich weiß, um die 900 PS müsste das ganze Gerät haben. Man muss natürlich auch gegen die Masse ankommen. CCM wird zum Beispiel als Futtermittel für Schweine genutzt. Und dieser Einsatz verlief sich dann auch langsam ins Dunkle. Natürlich stand im ersten Fokus meine Aufnahmen für Agrartechnik Altenberge. Dementsprechend konnte ich leider nicht mehr viel vloggen und deswegen hört ihr jetzt meine Stimme. Aber ich denke mal, so habt ihr auch nochmal ganz gute Input bekommen. So, was soll ich sagen? Vlog zu Ende. Ich werde wieder das geilste Bild als Leinwand verlosen. Der Klassiker, ihr kennt das. Ich hoffe, ihr seht mich noch halbwegs. Und Junge, dann geht's für mich jetzt Richtung Brandenburg. Da drehe ich morgen den nächsten Vlog. Das habt ihr aber vielleicht schon gesehen oder seht ihr noch. Ich weiß aber nicht, wann das kommt. Ich weiß auch nicht, wann das Video kommt. Das ist alles ein bisschen wild. Jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. Und genau, eben noch ein paar Abonnenten getroffen. War auf jeden Fall sehr cool. Habe mich sehr gefreut und ja, noch ein bisschen geschnackt, aber jetzt muss ich leider schon wieder weiter. Mal gucken, was da jetzt das beste Bild geworden ist. Ihr wisst wie immer Bescheid. Kommentar da lassen, Abo da lassen, dann nimmt ihr teil, könnt die Leinwand gewinnen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.